Ja, guten Morgen. Ein Güterzug in der Nähe von Schwelm ist liegen geblieben. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir Master dann Mehrfachtraktion. Raus. Einmal rauf. Brr, kalt. Und dann auf Slave. Türe wieder zu. Nicht, dass da alles auskühlt. Nein, das wollte ich nicht. So. Einmal nach vorne. Drücken Sie den Vorwärtsknopf auf Pult 1. Wahrscheinlich so. Gut, jetzt Wuppertal Lagerfeld, Nebengleis 562. Gut, das mal lösen. Und dann können wir eigentlich auch schon mal vorziehen. Verzeiht. I und L. Dass da auch die Instrumente schön beleuchtet sind. Rangier. Schlusslicht vorne, Schlusslicht hinten. Vorne ohne Schlusslicht, hinten ohne Schlucht, Spitzenbeleuchtung vorne. Das sollte jetzt genügen und so weiter richtig sein. Also, irgendwo ist jemand liegen geblieben und wir als Doppeltraktion haben jetzt die wunderschöne Aufgabe, diesen Kollegen abzuschleppen. Wohin? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir in Doppeltraktion unterwegs. Also das heißt, es ist nicht gerade mal einfach nur eine Lokomotive oder zwei Wagen oder einen Rangierkollegen, der irgendwo liegen geblieben ist. Da ist definitiv einen größeren Kollegen, der irgendwo liegen geblieben ist. Immer noch rot. Erst so etwa ab 50% kommt wirklich so langsam das Bremsverhalten. Verweigert. Dann rollen wir da ganz vorsichtig. Ja, ein wenig können wir noch. Dann lassen wir da mal ganz kurz ein wenig noch nach vorne rollen. Bis wir da das überfahren haben.
jetzt, wo wir überfahren haben, ist natürlich grün. Ja, dann. Dann wollen wir mal auf die Strecke und in etwa 3 Kilometer mal anhalten, um zu sehen, ob wir schon in der Nähe dann sind, um den Kollegen an den Haken zu bringen, damit wir den Kollegen dann auch dementsprechend auf sichere Gleise bringen können. Von hinten rechts kommt noch einer. Hä? Ach. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich habe schon gedacht, so, hä? Wieso beschleunigt der nicht? Ja, ist ja eigentlich ganz logisch, wenn man nicht Beschleunigung drückt, sondern eigentlich die Taste S für rückwärts, und dann macht das ja irgendwo Sinn. Mal ein wenig schneller. Wir sollten ja schon die Geschwindigkeit ausnutzen können. Sind ja diesmal hoffentlich nicht ja auf 40 die ganze Zeit dann beschränkt. Ah, das hat mich... Ich meinte, das wäre doch im letzten Szenario gewesen, als wir nur maximal 40 fahren durften. Das war so... wieso? Das hat so gar keinen Sinn gemacht. Dort vorne ist rot, hier wird auch schon gelb. Wenn wir in 1 Kilometer anhalten, ja, dann mal sehen. Das war auch wieder so eine Mikrostelle, nur für 40. Nur wegen der Weiche, oder wie? Nur wegen der Weiche. Das wäre ein wenig heftig. Ziel nicht erreicht. Boah. Boah, das war jetzt... Dass wir da nicht über Rot noch gefahren sind, war jetzt auch wirklich mehr als Glück. Gut, dann schauen wir mal, wo die Kollegen jetzt liegen geblieben sind.
so mal ungefähr auf 50. Aber ich muss sagen, die Winterlandschaft hier, das haben sie sehr gut hingekriegt. Nur schade, dass der Schnee so ein wenig sich wegslidet, wenn man näher kommt. Das ist ein wenig schade. Ja, da geht's ziemlich bergauf. Komm, V-Max. Das geht ja hier extremst steil bergauf. Und, ja. Ich denke, also den Übergang, der war jetzt definitiv zu hart. Gut, hier vorne steht der Kollege schon. Natürlich noch Arbeitsschutz. Der Kollege ist liegen geblieben. Das war ein wenig zu heftig. Aber er bleibt schön. Gut. Jetzt ist einmal ne? Raus. Dann einmal hier auf Slave. Aber wenn ich hier noch Spitzenbeleuchtung aus, genau. Das wieder raus. Hier rein. Ne, Kollege da. Und den Knüppel. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral. Stromabnehmer auf Senken. Richtungswende auf Aus. Gut. Brr, kalt. Dann einmal hier hin. Nicht rangieren. Nein, das war jetzt eigentlich nicht Spitzenbeleuchtung. Habe ich jetzt echt Motorstopp gemacht?
Oh nee. Aber ich muss da. Wo wart ihr schon wieder? Gut. Nein. Der ist noch nicht aktiviert. Aus, aus, aus. Das ist. So, jetzt ist er aktiviert. Mal. Der ist auf neutraler Position. Habe ich das bei der anderen Lokomotive vergessen, auf neutrale Position zu machen? Ja. Der ist neutrale Position, neutrale Position. Genau, das. Jetzt dürfte das theoretisch gehen. Ich mache den mal aus. Vielleicht muss ich bei dem. Ja, jetzt sind halt die Kollegen. Den abgesperrt. Das passt soweit. Theoretisch müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Gut. Gut, jetzt kommt langsam. Das ist natürlich halt Winter in Steigung mit solch einer Last. Das ist dann halt schon was anderes anzufahren. Ein klein bisschen Sand streuen. Noch ein bisschen.
Und dann denke ich, soll das jetzt gut kommen. Yep. Zwei Rangierlokomotiven auf großer Fahrt. Um den Kollegen sicher zumindest auf das Abstellgleise zu bringen. Dann mal sehen. Dam, dam, da, da, dam. Aber gut, dass man hier im Ausschlussverfahren das relativ gut ersichtlich ist, wenn man die Steuerung im Kopf hat. Mit was muss ich jetzt arbeiten, damit das gelöst wird? Und das finde ich in der Einführung von der Lokomotive sehr gut erklärt, dass man wirklich immer wieder darauf achten muss, okay, erst wenn der Führerpult eingeschaltet ist durch den Richtungswender, du die auf die Neutralposition machst, dass er dann auch reagiert, dann den Pult ausmachst, wieder zurückgehst, dort wieder eingehst und erst dann die entsprechenden Bedienelemente erst reagieren. Und das finde ich hier sehr gut gelöst. Nur dieser kleine Buckel hier, der ist für meinen Geschmack zu stark. Also da hätten sie ein wenig noch die Ecke rausfallen können. Jetzt brauche ich nicht mehr was zu ziehen. Da werde ich fleißig runtergedrückt. Und hier ist eine ziemlich steile Stelle, muss man sagen. Ich lege mal so ein bisschen an, dass das nicht einfach unkontrollierbar wird. Man weiß ja nie, vor allem wenn es glatt ist, da sollte man ja am liebsten nicht gerade unterschätzen, die Steigung. Vor allem bei 2,6%, das ist, holy moly, ist das steil für einen Güterzug. Und vor allem im Winter, wenn du dann zu stark bremst, dann ist das eigentlich wie eine Schlittschuhbahn. Fährst du einfach drüber, ohne dass du wirklich noch bremsen kannst. Und das wollte ich einfach hier vermeiden. Gut, in 3,2 Kilometer. Also das heißt, wir lassen ihn nicht einfach bis hier abschleppen, sondern wir ziehen ihn gerade noch ein wenig vor. Dann mal sehen, bis wohin wir den noch abschleppen. Aber der fährt ganz gemütlich hinter uns her. Oh. So Winterlandschaften sind auch immer irgendwie so absolut fantastisch mit anzusehen. Vor allem, wenn es frisch geschneit hat und du über die Schneeweiten siehst und alles glitzert so wunderbar in der Sonne, weil halt es so kalt noch ist, so frisch noch ist, dass wirklich überall noch die Kristalle, die Eiskristalle der Schneeflocken, wirklich das Sonnenlicht in allen Farben brechen lassen kann. Und das finde ich immer wieder sehr nice. Jetzt muss ich da ein klein wenig bremsen. Weil es hier natürlich ein klein bisschen nach unten geht. Aber das sollte jetzt noch keine allzu große Katastrophe sein.
Die S-Bahn, die überholt uns wie ein kleiner Windhauch ohne Probleme. Eigentlich hätte ich gedacht, okay, wenn er liegen geblieben wäre, ja, ziehst du ihn hier bis hier rüber, weil wenn hier schon Lokomotiven stehen, gut, vielleicht sind die für etwas anderes schon reserviert, das kann sein, aber da wäre er doch zumindestens aus dem Weg, außer es ist gerade die Endhaltestelle dort in der Nähe, dann würde ich es dann wiederum verstehen, dass man sagt, okay, weißt du was, die können es auch noch gerade bis an seine Zieldestination ziehen. Die hätten, weil das ist nicht allzu weit, wären es jetzt noch hunderte von Kilometern, dann wäre es natürlich sehr verständlich, dass das dann wiederum nicht geht. Aber auch schön wieder so ein bisschen Rangierfahrten, auch wenn ich mich manchmal so ein wenig vor Rangierfahrten drücke, so wie jetzt hier in den Szenarios, finde ich das eigentlich noch sehr angenehm und gut gemacht, mit Ausnahme der Steigungsübergänge hier, die sind doch, vor allem wenn es von gerade ins Negative geht, dann finde ich, in ein Gefälle, dass die Übergänge, die haben es nicht so einwandfrei gemacht. Aber ansonsten passt das sehr gut. Ja, einen Kilometer zu schnell, also das soll bei weitem noch drin liegen. Ah, die Schwebebahn, die Wuppertaler Schwebebahn. Wäre natürlich auch irgendwie nice, wenn sie die implementieren könnten. Weil ich meine, wenn sie da schon so etwas, ja, ein wenig angedeutet haben. Also, ich würde sagen, DLC-mäßig wäre das sicherlich etwas, was man sich sagen kann, ja, das könnte man machen. Ups. Da kommt der Kollege auf der Rückfahrt. Und wir dümpeln da ganz gemütlich. Also die Schwebebahngarnitur, die kommt mir ein wenig zu kurz vor. Also wenn ich da Videos von dir gesehen habe, auch von den ganz neuen, dann kamen die mir länger vor. Sind zwar, meinte ich, auch dreiteilig, aber die einzelnen Teile, also Abteile, sind dafür länger. Das ist mir jetzt einfach gerade so aus dem Augenwinkel, als ich so eine Garnitur der Wuppertaler Schwebebahn gesehen habe, einfach aufgefallen, dass die irgendwie doch zu kurz wirken. Ah, und wie schön eigentlich die Eisenbahn wieder da ausrollen kann. Das finde ich herrlich. Wir sind da wirklich eigentlich ebenerdig und ich muss nicht mal groß Geschwindigkeit geben oder wegnehmen. Ich kann eigentlich fast gleichbleibend, kann ich da ein wenig rollen. Natürlich, wir verlieren an Geschwindigkeit, das sehe ich auch. Aber es ist irgendwie unfassbar gemütlich gerade, kannst du eigentlich rollen lassen und du bleibst mehr oder weniger in der gleichen Geschwindigkeit. Mal ein wenig Gas geben, damit es jetzt doch wieder ein bisschen, wahrscheinlich hat so minimalste Steigung Gefälle hier drin.
Und jetzt hatten wir irgendwie so ein paar Promille Steigung. Und die muss ich jetzt ein klein wenig entgegenwirken. Nächstes Signal ist rot. Gut, jetzt auf 60 runter, dann auf 40. Und dann mal sehen, wo wir jetzt hier rausgelassen werden. Also bis jetzt hat die S-Bahn uns noch gar nicht überholt. Da wird schon 40 angezeigt. Ich reduziere auch schon meine Geschwindigkeit, damit wir dann nicht über das Ziel hinausschießen. Da kommt der Bahnhof und danach ist die 40er Begrenzung. Vielleicht sind wir dann im Gleisvorfeld oder im Weichenfeld allgemein. Aha, da müssen wir über die Weichen. Einmal quer über alles. Wie es aussieht, ja. Wie es aussieht, ja. Wuppertal, Steinbeck, Nebengleis. In einem Kilometer anhalten. Das werden wir doch sogleich machen. Gut. Jetzt sind wir da auf der Seite, dann kann die S-Bahn rausfahren, sobald wir die Trasse freigegeben haben. Natürlich bummeln wir jetzt ein wenig, aber wenn ich da zu schnell fahre, dann überfahre ich wieder alles. Ich kenne mich ja. Also muss jetzt einfach mal die S-Bahn ein klein wenig Geduld haben. Weil wir sind unter anderem ja auch in den Abschleppdienst und nicht den Regularverkehr. Wunderbar. Jetzt kann dann die S-Bahn freudigst ausfahren und das tut sie auch sogleich. Der hat wirklich hingefiebert, dass ich endlich ausgefahren bin. Ich glaube, jetzt muss ich dennoch ein wenig wieder
Gas geben, weil das jetzt dann doch langsam fast schon beim Stillstand ist. Ich habe ja auch noch komplett das falsche Signalbild. Oder Lichtbild, besser gesagt. Aber so. So rum. Mehr brauchen wir nicht. Da wurde das bis hierhin. Ziehen, 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 ziehen. Gut, dann hätten wir das beinahe geschafft. Gut, ausgezeichnet. An den anderen Triebfahrzeugführer wird nun übernehmen und den Zug fahrbereit machen. Und ihre Arbeit ist hier erledigt. Ja, dann hätten wir doch das. Jupp. Et voilà, das war's. Und ich würde sagen, was, nur Silber? Okay, jetzt bin ich enttäuscht von mir. Da bin ich enttäuscht von mir. Aber ich werde es nicht noch einmal machen, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin, weil das so eine gemütliche Fahrt gewesen ist. Gut. Also, liebe Freunde, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Wenn nicht, einen Kommentar, was ich besser machen kann. Und wir sehen uns, ja, beim nächsten Mal, im nächsten Szenario. Bis dahin, euer Marvin. Tschüssi.